ergibt jetzt für mich persönlich auch keinen Sinn. Weil die haben doch darüber geredet, dass wir zur Kanzel sollen, oder nicht? Oder muss ich vielleicht doch nochmal schlafen hier? Ich kann es ausprobieren. Das hatten wir ja eigentlich auch schon mal, dass das Spiel wollte, dass wir schlafen. Ich glaube, das war gleich am Anfang irgendwann in Gaddos Kapitel oder so. Nee, Quatsch, in Hugos Kapitel war das genau. Wo wir dann nachts flüchten mussten. Stay. Brauch nicht schlafen. Speichern. Please come again. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Und wenn die da nichts anderes sagen, dann müssen wir halt nach Brass Castle reiten. Ich habe keinen Plan, Leute. Tut mir leid. Genau, und wir mussten auch schlafen, damit wir hier rein können, weil die uns nicht reinlassen wollten mit Hugo und Dings. Das weiß ich auch noch, also. Nee. Da müssen wir nochmal nach Brass Castle. So scheiße das ist. Da kann ich wieder einen Grund, kurz die Aufnahme zu beenden und zu checken, ob alles gut ist. Traumatisch. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Sieht natürlich hier auf der, wo man es nicht auf der PS2 spielt, sondern so auf den Grafik von der PS3 und sowas, da sieht das natürlich mega Bombe aus, ne? Schön abgerundet. Okay, Leute, was willst du machen? Was willst du machen? Also auf. Diese Hunter-Rune probieren wir dann noch an irgendeinem neuen auf. Wir wollen ja noch ein paar Leute ausprobieren, hatten wir gesagt. Ach, das ist scheiße, ist das. Das nervt. Also mich nervt sowas. Komisch, jetzt steigt das Pferd nicht. Ah, da ist die Brücke, da wird es gleich steigen. So, haut die kaputt. Tail Ornament. Das sind die schwächeren Versionen von dem, was wir, glaube ich, Basba angezogen haben neulich. Das können wir dann. Wir können auch noch andere Echsen und sowas. Ich würde sagen, wenn wir soweit sind, dass wir fast am Ende vom Spiel sind, sowieso, dann werden wir noch irgendwie leveln, Sachen ausprobieren, alle so Charaktere nochmal reinkacheln ins Dings. Also, ich habe zwar sowieso schon so eine feste Vorstellung ungefähr, wen ich da haben will, ne? Fürs Ende, ich werde auf jeden Fall Huren. Den alten Hurensohn mitnehmen und so weiter und so fort. Die drei Haupthelden logischerweise und ein, zwei starke Magier. Einen verrate ich noch nicht, der andere wird Roddy sein oder Vicky, so ein Gedöns. Aber wir wollen trotzdem alles ausprobieren. Oh, wir mussten hier also her, okay. Tja, was mag da wohl los sein am Vordertor? Bickering, was auch immer das heißen soll. Irgendwas machen die Händler. Wir checken das voll ab.
Aber vorher schlafen wir und checken die Aufnahme. Nee, wir schlafen nicht, wir speichern und checken die Aufnahme so. Hier. So, ne, drückt immer die Daumen, dass alles läuft mit den Aufnahmen. Da werden die wissen, was dieses Aufnahmegerät, Blabla-Ding, gerade für einen Sand in der Muschi hat. So, dann hatten wir da nachgespeichert. Ich glaube, ja, nee, davor. Nee, nee, das passt. Dann haben wir nachgeguckt. Ja, können wir wohl, aber ich habe Angst. Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt speichere ich da wieder schon wieder auf dem neuen Ding. Egal. Okay, bis gleich. So, da wären wir dann auch wieder. Auch wieder alles geklappt. Ich bin zufrieden. Aber man weiß nie, wie lange dieser Frieden anhält, sozusagen. Wenn wir mal gucken, was da für ein Trubel ist. Und dann, wenn man demnächst dann irgendwann wird der Shepard sich schauern. Also, der schauert sich sowieso schon viel, aber. Hör zu, Lady Chris. Ist nicht hier. Ah, guck mal, wer da ist. Dann, wer könnte wer ist das denn wohl? Ja, das ist nämlich Lady Chris. Die Lady Chris ist das. Oh, Lady Chris, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Bitte vergebt mir, Lady Chris. Milady. Kein Kummer, ich bin gerade erst angekommen. Ich bin so glücklich, dich wiederzusehen. Ist eine Zeit her, Yumi. Eine Menge ist passiert. Kann ich mir vorstellen. Uns war nicht gestattet, das Dorf zu verlassen, weil meine Tante es verboten hat. Amakinan wurde schwer von den destruktiven Kräften getroffen. Wir verlieren eventuell bald unseren Ritualschrein. Kannst du uns helfen? Ich nehm's. Irgendwas braucht Schutz in dem Schrein. Soll das so viel heißen wie ich schnall's, ich versteh's? Ja, der Ritualschrein beinhaltet das Siegel der wahren Wasserrune. Und außerdem den Geist von Yun. Dann müssen wir uns beeilen. Ich bitte dich, hilf uns bitte. Ja, mein Schatz, das tun wir natürlich. Ich werde mit dem Messenger sprechen, aber bitte kehrt so schnell wie möglich zurück. Das werde ich. Bo Lord Boris, bitte passt gut auf Lady Chris auf. Ja, wird er, ne? Er vor allen Dingen. Bitte, Lady Chris, wähle den Rest deiner Party. Steht er mir jetzt frei? Achso, ich muss nur Boris mitnehmen. Ja, hätte ich jetzt den, hätten sie mir den anderen auch drin lassen können. Den, wie heißt er gleich? Der Vogel. Hier, mit ihm, das regt mich immer noch auf, dass man mit dem nichts machen kann. Der ist so cool, der Typ. Ich finde den Charakter so cool. Er ist auch so cool gezeichnet. Der sieht so original nach Japano-Zeichnung aus. Und du kannst dem nichts geben. Aber das checken wir noch voll ab. Das checken wir noch richtig ab. Gut. Dann. Melville Alanis, Shiba Ayame, Koroku, Wilder Red, der gute Huan-Sohn.
Popo. Landis Augustin. Ich weiß immer nicht, welchen man im Krieg nehmen kann. Das ist ein großes Problem. Aber egal. Wir wollten. Ach genau, wir wollten den Dings wieder reinnehmen. Wie heißt er denn? Boris geht nicht. Baspar haben wir drin. Und wie heißt denn der Elf, den wir da die ganze Zeit hatten? Oder ist der jetzt auch nicht verfügbar während der Zeit? Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß es nicht. Emily. Ja, dann komm. Dann nehmen wir jetzt einfach noch Schieber dazu. Dann können wir dem dieses Ding nehmen, geben. Der kann sogar eigentlich theoretisch vor Chris, aber ist egal, braucht er nicht. Und dann nehmen wir noch wen dazu und wen nehmen wir noch dazu? Komm, tap, 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 warte mal, Vatari, Ayame, Bell, Red, Wilder, Mel, Juan, Chabon, Piccolo. Oh, wen kann man in den Kämpfen nehmen? Das regt mich auf, dass mich das nicht weiß. Twaikin, Augustine, Landis, Sanae, Roddy, Estella. Sharon. Ich schneide das hier zur Not raus, keine Sorge. Emily. Nehmen wir Bichem noch dazu. Da der auch so einen Trupp hat, ist er wenigstens ein bisschen aufgestuft. Und jetzt lass uns gehen. Yep. Wäre geil gewesen, wenn sie jetzt. Das wäre dann so wie Kon 5 Thema gewesen. Die sagt jetzt, I will join you und dann musst du sie in die Gruppe nehmen. kannst du nichts anderes machen. Okay, egal. Komm, haben wir hier noch eine Möglichkeit, unsere Waffen aufzustufen? Das müssen wir noch abchecken. Und bevor wir noch was vergessen, werden wir gleich erstmal so machen. Ihm nämlich quasi das vergammelte Zeug wegnehmen. Ja, Pferd. Ich will deine Animation nicht. Wir müssten leider noch irgendwo halten, sonst müssen wir nämlich nochmal zurück, weil ganz einfache Kiste. Karaya Village ist im Arsch. Mount Sinai. Ach, da müssen wir erst über den Berg reiten. Ancient Highway. Duck Village gibt es, glaube ich, keinen Schmied. Und da ist schon einmal Kinaya. Müssen wir noch einmal zurück. Damit die Waffen wenigstens ein bisschen aufgestuft sind. Was haben die denn für Waffenlevel? Oh, der hat Level 11. Okay, der bräuchte sowas schon mal gar nicht. Und Bisham 8.
Könnte man auch so hinkriegen. Ja, okay, dann brauchen wir es doch nicht. Okay, dann geht's ab. Hatten wir noch irgendwelche Rüstungsteile, fällt mir gerade ein, die wir eventuell Guardian Shield, Hunter Rune, Painting Knight. Ja, das Guardian Shield. Können wir mal gucken, ob wir das später Dings anziehen können, für den ich noch irgendwas hinkriegen werde. Oh ja, bitte. Da können wir gleich erstmal den wegmachen hier. Dann können wir das machen. Oder können wir gleich einmal das Shredding machen, weil das sind ganz schön viele Gegner. Arschloch. Okay, aber er macht's noch. Ja, wenigstens ein Gegner weg. Ja, spuck du mal deinen komischen Drachen, deinen Atem da auf die Chris rauf. Interessiert auch keinen Menschen. Und dann, ja, können wir eigentlich auch schon fast Auto machen. Auf jeden Fall für eine Runde. Oh nein. War eine doofe Idee. Nervgegner. Wie ist es um die Energie bestellt? Okay, passt schon. True Water Phoenix. Geht gleich weiter. Machen wir gleich erstmal auf den. Dann machen wir Sword of Rage. Und dann machen wir noch Zyklon Breath of Ice auf den Drecksvogel. Schieber bleibt natürlich stehen. Alter, wie lang? Ja, eine Stunde später, das dauert ungefähr so lange wie ein Bosskampf hier. Er kommt nicht ran. Großartig. Okay, das bedeutet ab jetzt der nächste. Das bringt nichts. Das bedeutet der nächste. Von Chris ihren Zaubern geht auf die Viecher.
Und es wird nicht besser. Das ist jetzt wirklich das Thema. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Recht herzlichen Dank. Bist wieder fit, Chris. So. Och, ey. Ernsthaft jetzt, ne? Da hätten sie jetzt auch sie noch vorlassen können mit ihrem Schildzauber. Heiliger Vater im Himmel. Auf geht's. Oh, ich muss immer, wenn ich... Das ist so... Gott, wie ich das geliebt habe, in Argentinien zu sein damals. Und die sind jetzt auch so im Arsch, Alter. Das tut mir alles so unendlich leid, was auf der Welt los ist. Das ist so traurig. Innerhalb von 10 Jahren ist alles komplett runtergekommen. Das tut so im Herzen weh. Wow, einer weg. Mach mal auf Baspa. Hey, das kannst du... Wie schön die sind, die Zaubern. Das kannst du echt... Die Lichtwirkung, das Ganze, so Sekunden 5, so geil das normal insgesamt aussieht, das sieht so billig aus, die Zauber dagegen, wie schön das hier ist. Und er kommt zum Zug. Sie kriegen es nicht hin, einmal zweimal zwei Runden schweren Schaden auszuteilen, ne? Feuer. Gut. Der Ancient Highway. Und das Entendorf. So, jetzt werden wir hier noch kurz gucken, unsere Leute ein bisschen mit den Werten da hochpowern. Und dann werde ich duschen gehen und dann sehen wir uns danach wieder. Appraisen können wir nichts. Wir können ein, zwei Sachen verkaufen, eventuell. Disappear momentarily to dodge attack. Hier, kannst du dafür meinen Minzchicken kaufen.
Da. Das kann weg. So, da haben wir doch unsere Stores. Aber hier kannst du sogar nur Magie machen. Das ist ja auch nicht so putzig. Lesson. Ja, da haben wir schon ein Problem. Gut, er kann wenigstens Wasser. Können wir voll hochpowern wahrscheinlich. Das Geile ist jetzt... Magic Resistance. Natural Ability Exists. Ja, und da hat er Feuermagie, die er lernen könnte. Ich schmeiß die Feuerrune weg. Es ist genial. Egal, guck ich nochmal rauf. Das war ihm ein Kauf. Oh, ist das lustig. Oh, das ist auch so typisch der Shepard. Water, Earth. Ja, muss er jetzt halt Erde lernen, ne? Kann er Erde überhaupt lernen? Bevor ich jetzt wieder irgendeine Scheiße kaufe. Ja, kann er gut, okay. Dann lernt er das, ziehen wir ihm die, lernt er jetzt Erde und dann ziehen wir ihm Erde an. Average, ja, wen interessiert, geben wir weniger Punkte aus, ne? Also eigentlich ja nicht irgendwie, weil du bezahlst ja mehr. Ja, ist echt geil. So, super. Dann haben wir mit allen Dingern, die er hatte, komplett eine Reihe aufgewertet. Nein. Können wir einmal die Schildmagie hochballern. Tja, und bei den anderen fällt das schon wieder irgendwie komplett alles unter den Teppich, oder? Alter, er hat auch so viel, was man ihm... Können wir gucken, kann der auch Magieresistenz oder sowas? Er kann sogar Erdmagie machen. Kommt gar nicht so rüber. Sword of Magic kann er auch. Machen wir erstmal die Magieresistenz hoch, damit wir da was weg haben. Und das ist mir auch egal, ob es Average ist. Vollkommen Banane. Haben oder nicht haben. So. Muss ich gerade nochmal gucken, was er für Werte hat. Das will ich mir nämlich interessant finden. Ne, da bringt auch nichts, wenn wir dem Erdzauber oder sowas beibringen. Theoretisch könnte er Sword of Magic machen. Dann müssten wir aber... Hat er jetzt dann Magie? Nee. Skunk. Ja, nee. Keine Medizinrune kann er kriegen. Die bringt ihm aber wieder in dem Kampf nichts, ne? Oh, das ist ehrlich nicht schön. Aber er hat doch gar kein Feld frei, fällt mir gerade ein. Hatten wir jetzt... Ey, ich bin so ein Dösel. Ja, und gleich bin ich geduscht. Bei Erde... Fix Erde.
So. Haben wir das geklärt. Gehen wir einmal Schlubububub machen. Hoffen, dass die Aufnahme was geworden ist. Weil sie ja auch wieder 2 Minuten lang war. Und dann verpisse ich mich kurz und komme dann wieder. Stay. So, Mount Sinai brauchen wir nicht mehr. Weg damit. So, gut. Dann wollen wir mal schauen. Bis gleich.